Ja, ich habe jetzt eine Künstlerin, die in zwei Bereichen tätig ist, selber in der Malerei, wie man im Hintergrund sieht, und sie schreibt auch. Malerei, tut uns leid, wir wollten heute zur Vernissage, du hast die Vernissage mit Didi Lafourme, das können wir leider nicht besuchen, da sind wir unterwegs, aber wir können eins machen, wir können über dein Buch sprechen. Du hast ein Buch geschrieben, ja, und erzählst uns ein bisschen was drüber. Gerne sogar, also ich habe sogar zwei Bücher geschrieben. Das aktuellste ist Die Hüterin der Zeit, die ist dieses Jahr erschienen, genauer gesagt eigentlich diese Woche, also ganz neu auf dem Markt. Ja, und es geht um eine junge Frau, die die Aufgabe besitzt, die Menschenleben zu retten und dadurch den Planeten zu retten. Und zur Verfügung, und sie lebt ewig, beziehungsweise sie ist eigentlich ewig jung, um diese Aufgabe eben zu erfüllen. Und sie erzählt im Buch ihre Geschichte, was sie alles erlebt hat in ihrem Leben, denn sie lebt über 600 Jahre. Das heißt, es ist ein Fantasy-Roman, kann man genau sagen. Ja? Genau. Und das zweite Buch? Das zweite Buch ist 2017 erschienen. Das ist ein Jugendroman, heißt Die Seemannstochter. Da geht es um auch eine junge Frau. Bei mir sind immer die Hauptcharaktere junge Frauen. Und sie ist auf der Suche nach ihrem Vater. Ihr Vater ist ein Pirat. Und der hat sie und ihre Mutter verlassen, als sie noch klein war. Und sie macht sich jetzt mit 17 Jahren auf die Suche, um ihn zu finden. Und findet ihn auch. Und erlebt auch einige Abenteuer. Jetzt haben wir gehört, sehen wir die Malerei, dann die Bücher, die Schreiberei. Gibt es irgendwo eine Präferenz, was besser ist oder was man lieber macht? Nein, nicht wirklich. Es ist beides. Also hauptberuflich bin ich ja sowieso im Wirtschaftsbereich tätig. Und es ist beides so ein Ausklang zu diesem Alltagsleben, sage ich mal. Und man kann es nicht vergleichen, weil es so unterschiedliche Bereiche. Die Malerei ist so eine Ablenkung irgendwie vom Alltag und das Runterkommen. Und das Schreiben ist wegen der Leidenschaft. Ich meine, es ist beides eine Leidenschaft, aber man kann es nicht vergleichen und man kann auch nicht sagen, ich kann nicht sagen, was mir lieber ist, weil es einfach auf derselben Ebene steht. Also ich schätze mal, du setzt dich jetzt nicht hin und sagst so, heute schreibe ich und heute male ich, sondern das ist einfach, das kommt aus der Stimmung heraus. Genau, manchmal habe ich Lust, da geht es total viel und manchmal habe ich zwei Wochen, wo ich sage, da kann ich gar nichts machen, weder malen noch schreiben. Da kommt dann auch nichts Vernünftiges heraus und ja, das ist stimmungsabhängig. Ja, und jetzt wollen wir noch wissen, wo erscheinen die Bücher, wo kann man sie erwerben? Die Seemannstochter kann man hauptsächlich im Internet über Amazon zum Beispiel erwerben und die Hüterin der Zeit ist in verschiedensten Läden von Thalia über das Internet, über Amazon, in sämtlichen Buchhandlungen eigentlich zu erwerben. Dann sage ich schon recht herzlichen Dank und auch weiterhin viel Erfolg beim Kunstschaffen. Vielen Dank. Ja, das ist ein bisschen. Ich habe immer wieder die Daumen vor.